anderes. Ja. Riesige Stadt auch. Natürlich schon normal was anderes, wenn wir jetzt hier einfach, ne? Ja. Hier vielleicht hoch spazieren oder so. Aber ich glaube, dafür sehen wir auch ganz andere Orte als andere Touristen. Genau. Also die werden hier wahrscheinlich nicht sitzen, ne? Nee. Auch nicht so in Ruhe. Nein, überhaupt nicht. Ja. Auch für sich und alles. Also ich glaube, was wir hier sehen und erleben, ist schon immer sehr special. Ja. So, ne? Genau. Es gibt jetzt eine Premiere, Lisa. Oh, weit. Wollen wir mal kurz quatschen? Ja. Das ist eine Premiere, ne? Ich habe Lisa zum ersten Einzelgespräch herausgeführt. War seither ja noch nie der Fall. Und ich dachte mir, heute ist dann auch mal Zeit. So, was hast du für ein Gefühl, bevor es losgeht so mit dem Dream Date? So. Gutes Gefühl. Ja, ein gutes Gefühl. Ja, ich dachte, du willst jetzt ein bisschen tiefer rein, aber ja, ein gutes Gefühl. Ja, du kannst auch tiefer rein, wenn du willst. Nee, doch, ich freue mich auf unser Date. Ja, schön. Ja. Doch. Ich fand es auch voll schön. Dann wollte ich mich noch mal bei dir bedanken. Für die letzte Nacht der Rosen quasi. Ja. War halt so ein bisschen eine Situation, wo ich mit was konfrontiert worden bin. Und da war ich gerade so ein bisschen, war es einfach schwierig für mich in der Situation noch so auch voll da zu sein. Ich wollte mich bloß für danach dann anmelden. Mach du Ruhe. Ja? Sie kam dann auch wieder super strahlend auf mich zu und echt eine richtig willkommene Abwechslung in der Situation. Und einfach auch mir andere Gedanken in den Kopf gesetzt hat. Und das habe ich auch gebraucht in dem Moment. Ich will dann auch immer so, ne, wenn ich mit dir spreche oder wenn ich da mit jemandem spreche, dann will ich auch da voll anwesend sein, einfach meine Aufmerksamkeit geben. Aber es war in dem Moment so voll schwer für mich. Und der Kopf hat voll gerattert, aber das war dann voll erfrischend einfach. Ja, schön. Ja. Das hat mir grundsätzlich leid getan, weil ja, es hat sich für mich dann so angefühlt, als ob ich Zeit, Momente mit ihr verschenke. Ich habe sie angesehen und dachte mir einfach, ja, okay, dann chillen wir halt einfach ein bisschen zusammen und lachen halt einfach oder was ich was. Und dann ist halt auch okay. Ist auch wichtig, also finde ich jedenfalls persönlich, dass man auch einfach mal vielleicht so eine Momente irgendwie hat. Ja. Ich glaube, man hat so ein ganz gutes Feeling so voneinander. Man weiß so ein bisschen, worüber denkt der eine so nach, was beschäftigt den anderen und so. Man kann zusammen lachen, man kann irgendwie sich so ein bisschen beieinander irgendwie fallen lassen. Das ist sehr vertraut. Also schon an einer sehr krassen Kennenlernstufe auf jeden Fall. Ja, sagen wir gehen mal wieder hoch. Machen wir. Wir haben noch nicht so viel Zeit heute, aber lass dich kurz drücken. Ich habe echt das Gefühl, dass ich Lisa schon länger kenne, als ich sie eigentlich tatsächlich kenne. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir einfach jetzt so eine Vertrautheit entwickelt haben. Es ist ungefähr 10 Grad, ne? Ungelogen. Das kann man nicht mehr. Nein, nicht 10 Grad. 3. Oh Gott, Schatz. Komm, trink dein Glas. Da ist Eis drin. Soll ich mich ausziehen und ihr meine? Ich sag ja, das möchte ich unbedingt machen. Na, ihr. Oh Mann, ey. Es ging heute ja so ein kleiner Wind und ich habe gesehen, dass Chiara gefroren hat. Ich bin eine übelste Frostbeule. Ja. Aber du hast nicht mal Gänsehaut gerade, oder? Ja, auf einmal nicht mehr, aber ich hatte schon vorher, als ich hier kurz gesprochen habe und so. Man versucht ja dann natürlich schon gentle zu sein. Nein. Geht's dir an. Danke schön. Du bekommst das hier und du magst mit dem mitkommen. Ach so. Sag mal, wie geht's? Muss dein Shirt nicht aus. Das Oberteil ziehe ich jetzt ab. Muss dein Shirt nicht ausziehen. Wir kommen gleich wieder. Shake